Er ist ein Adrenalin-Junkie, ein Scientologe, ein Goldesel Hollywoods. Man verbindet mit ihm ein strahlendes Hollywood-Lächeln und eine sehr beliebte Spionagemelodie. Mit seinen Filmen verdiente er zig Millionen Dollar und wurde zu einem der 100 bedeutendsten Schauspieler aller Zeiten. Was waren die verrücktesten Tricks, die er am Set selbst vorführte? Warum weigerte sich Steven Spielberg, mit ihm zu arbeiten? Und warum war Nicole Kidman so glücklich, sich von ihm scheiden zu lassen? Dies ist der Biographer Channel. Und heute werden wir Ihnen über den Lebensweg des charmanten Tom Cruise, seine besten Rollen, seine Liebe zu Extremsportarten und den Einfluss seiner Leidenschaft für Scientology auf seine romantischen Beziehungen berichten. Und bevor wir anfangen, empfehlen wir Ihnen, unseren Kanal zu abonnieren, denn hier finden Sie die ausführlichsten und faszinierendsten Dokumentationen über Ihre Lieblingsprominenten. Klicken Sie auf den Abo-Button und die Glocke und schon geht's los. Der vollständige Name des amerikanischen Schauspielers lautet Thomas Cruise Mapotha IV. Tom Cruise wurde am 3. Juli 1962 am Vorabend des Unabhängigkeitstages in Syracuse, New York, als zweites von 4 Kindern der Familie geboren. Seine Eltern, der Elektronikingenieur Thomas Cruise Mapotha III. Und die Sonderschullehrerin Mary Lee, stammten aus Louisville, Kentucky und waren englischer, deutscher und irischer Abstammung. Cruise wuchs nahezu in Armut auf und wurde katholisch erzogen. Später charakterisierte er seinen Vater als Chaoten, Tyrann und Feigling, der seine Kinder schlug. Er erinnerte sich: "Mein Vater war die Art von Mensch, die dich tritt, wenn etwas schief geht. Das war eine große Lektion in meinem Leben, wie er dich einlullte, dir das Gefühl gab, sicher zu sein und dann PANG!" Für den angehenden Schauspieler war das wie: "Mit dem Kerl stimmt etwas nicht." Er verstand, dass es sich nicht lohnte, ihm zu vertrauen, dass man bei ihm vorsichtig sein musste. Sein Vater kämpfte, um den Lebensunterhalt für eine große Familie zu verdienen. Sie mussten häufig von einem Ort zum anderen ziehen und reisten durch die Vereinigten Staaten und Kanada. Als Tom 8 Jahre alt war, hatte er die Armut leid und musste sich einen Job suchen. Er mähte Rasen, hakte Laub, trug Zeitungen aus und verkaufte sogar Postkarten zu Ostern und Weihnachten. Aufgrund der häufigen Umzüge von Staat zu Staat, von Amerika nach Kanada, musste der Junge in 14 Jahren mindestens 15 Mal die Schule wechseln. Toms Vater bekam eine Stelle bei den kanadischen Streitkräften als Berater und die ganze Familie zog Ende 1971 nach Beacon Hill in Ottawa. Während seines Aufenthalts in Kanada war eine der Schulen von besonderer Bedeutung für Tom, die Robert Hopkins Public School in Ontario. Dort interessierte sich der Junge, der die 4. und 5. Klasse besuchte, für das Theater und nahm unter der Leitung des Schauspiellehrers George Steinberg an Theaterstücken teil. Eines Tages führten Cruise und 6 andere Jungen beim Theaterfestival der Carlton Elementary School ein improvisiertes Stück mit dem Titel It auf. Val Wright, die als Organisatorin im Saal saß, sagte, dass die Bewegung und die Improvisation hervorragend waren. Es war ein klassisches Ensemblestück. Etwas später, nach einem weiteren Umzug, besuchte Cruise die 6. Klasse der Henry Monroe Middle School in Ottawa. Im selben Jahr verließ seine Mutter seinen Vater und zog mit den Kindern zurück in die Vereinigten Staaten. Später im Jahr 1978 heiratete sie Jack South. Toms Vater erkrankte an Krebs und verstarb 1984. Eine Zeit lang erhielt Cruise ein kirchliches Stipendium, um am Franziskanerseminar in Cincinnati, Ohio zu studieren. Dieses Seminar beeinflusste den Wunsch des Schauspielers, katholischer Franziskanerpriester zu werden. Er wurde jedoch wegen Trunkenheit und seiner Leidenschaft für die Schauspielerei aus dem Seminar verwiesen. Während dieser Zeit beschloss er, das Religionsstudium in seinen späten Teenagerjahren aufzugeben. "Ich war ein wildes Kind und studierte ein Jahr lang im Priesterseminar, um Franziskaner zu werden. Ich war sehr frustriert. Ich hatte nicht viele Freunde. Die engsten Menschen um mich herum waren meine Familie. Ich glaube, sie waren etwas nervös wegen mir, weil ich so viel Energie hatte und mich nicht auf eine Sache festlegen konnte. Wenn ich in einer Eisdiele arbeitete, und ich habe in vielen Eisdielen gearbeitet, war ich 2 Wochen lang der Beste." In der Highschool spielte Tom Cruise als Mittelfeldspieler Fußball für das Universitätsteam, aber nach einem Vorfall, bei dem er vor dem Spiel beim Biertrinken erwischt wurde, wurde er aus dem Team ausgeschlossen. Zu dieser Zeit hatte Cruise so viele Extreme in seinem Leben. In einem Interview erinnerte sich der Schauspieler daran, wie er ständig seinen Job kündigte oder gefeuert wurde, weil er sich langweilte. "Tom hat noch nie lange an einem Ort gelebt. Sein ganzes Leben besteht aus Umzügen. Er hat immer gepackt und ist umgezogen, hat in Kanada, Kentucky, Jersey, St. Louis gewohnt. All das war nützlich, denn er lernte ständig einen neuen Akzent, fand sich in einer anderen Umgebung wieder. Toms letzte Schule war die Glenridge High School in New Jersey, wo er wieder an Schulaufführungen teilnahm und die Hauptrolle in der Schulproduktion von Guys and Dolls spielte. Der Schauspieler schloss 1980 die Oberstufe ab und konnte endlich aufatmen.
Nach seinem Highschool-Abschluss beschloss Tom Cruise, seine Schauspielerkarriere voranzutreiben und kam mit dem Segen seiner Mutter und seines Stiefvaters nach New York. Zunächst versuchte er als Kellner in einem Restaurant zu überleben. In seiner Freizeit nahm er regelmäßig an Vorsprechen für die Schauspielerei teil. Nachdem er als Kellner in einem Restaurant gearbeitet hatte, ging Tom nach Los Angeles, um sich im Fernsehen zu versuchen. Und schon bald zahlten sich seine Bemühungen aus. Tom unterzeichnete einen Vertrag mit der CAA und bekam 1981 eine kleine Rolle in dem Film Endlose Liebe, der auf dem Roman von Scott Spencer basiert. Im selben Jahr spielte er die Hauptrolle eines verrückten Studenten der Militärakademie in dem Film Die Kadetten von Bunker Hill. Der Auftritt in Endlose Liebe verschaffte dem Schauspieler Einladungen zu weiteren Nebenrollen. So wurde Cruise Teil der Besetzung in der Verfilmung des dramatischen Romans von S.E. Hinton, Die Outsiders, unter der Regie von Francis Ford Coppola. Er spielte auch in dem Film Der richtige Dreh mit. Es war unmöglich, das vielversprechende Potenzial des jungen Schauspielers zu übersehen. Zu Beginn seiner Karriere hatte Tom mehrere Beziehungen zu Frauen. Anfang bis Mitte der 1980er Jahre hatte der Schauspieler eine Romanze mit Rebecca De Mornay, Patty Sciarfa und sogar Cher. Aber er widmete seine ganze Kraft der Arbeit. Eine der wichtigsten Rollen, die Toms schauspielerisches Potenzial unter Beweis stellten, war die Rolle in dem Film Lockere Geschäfte aus dem Jahr 1983. Dieser Abschnitt im Leben des Schauspielers und der Auftritt in diesem Film war ein Wendepunkt in seiner Karriere. Der Film wurde von Rotten Tomatoes als unbestreitbar einer seiner besten frühen Filme bewertet. Von diesem Moment an nahm Cruise Leben richtig Fahrt auf. '85 spielte Tom als aufstrebender Star die Hauptrolle in dem Ridley Scott-Film Legende. Es handelte sich um ein episches Abenteuer im Genre der dunklen Fantasie. Er spielte die Rolle von Jack O. the Green, einem grünen Mann des Waldes. Interessanterweise sollte Tom später in anderen Filmen den Namen Jack erhalten. Der Schauspieler bemerkte, dass der Name leicht zu merken sei. Der Film kam beim Publikum nicht besonders gut an, wurde aber für mehrere Preise nominiert. Oscar, Academy of Science Fiction, Fantasy und Horror Films Saturn Award. Sowie mehrere Nominierungen für BAFTA Awards. Als im nächsten Jahr der Film Top Gun in die Kinos kam, war Cruise bereits ein Superstar. Ursprünglich wollte Tom Cruise nicht in dem Film mitspielen, änderte dann aber doch seine Meinung. Produzent Jerry Bruckheimer erzählte, wie es ihm gelang, den Schauspieler zu überzeugen. Die Navy nahm Tom mit nach oben, wo sie 5G durchführten. Sie machten Fassrollen, sie machten alles. Er hebte im Flugzeug ab. Er kam auf die Rollbahn, rannte zu einem Münztelefon und sagte, ich bin dabei, ich mache den Film, ich liebe ihn, das ist großartig. Der Schauspieler war noch nie Motorrad gefahren und lernte es im House of Motorcycles in El Cajon, Kalifornien. Sie brachten es ihm auf dem Parkplatz ihres Ladens bei. Das war natürlich noch nicht alles, was Tom für den Film lernen musste. Als nächstes setzte er sich an das Steuer einer echten F-14 und verspürte wahrscheinlich schon bald den Drang nach Adrenalin. Heute kennen wir Tom als harten Arbeiter und einen der wenigen Schauspieler, die ihre Stunts in Filmen ohne Stuntman selbst ausführen. Aber damals, 1986, zeichnete sich Toms Adrenalinsucht gerade erst in Form einer rasanten Motorradfahrt ab, die ihn von Film zu Film begleiten sollte. Erst 10 Jahre später sollte sie vollends zum Vorschein kommen. Als Tom Cruise zum ersten Mal in einer F-14 abhob, war er mit Lieutenant Commander Lloyd Bozo Abel unterwegs. Nachdem Bozo mehrere Manöver durchgeführt hatte, machte sich Cruise Körper bemerkbar und er musste sich krankschreiben lassen. Okay, so now I'm gonna go get it done, so I can do the next take. So I leaned down like this, pulled it out. I was like, just went down like this, and he at that point decided to pull up. Head literally was touching the ground with the G-force at my spine, and the push to talk was right here. I was going like this, going Bozo, Bozo. So finally he leveled off, and I had the bag in my hand. I was like, I said, Bozo. Didn't you see? You get a check. You didn't tell me you were gonna do that. My head was like, what? He says, yeah, they don't call me Bozo for nothing. Tom musste bei den Aufnahmen mit Kelly McGillis hohe Schuhe tragen. Tom Cruise ist 1,70 Meter groß. McGillis ist 1,78 Meter groß. Zumindest in einer Szene war das sehr praktisch. Es war eine Szene, in der Charlie nach der Verfolgungsjagd zu Maverick sagte, er wolle nicht, dass jemand erfährt, dass er sich in ihn verliebt hat. Maverick hatte ursprünglich einen Satz, den er laut Drehbuch sagen wollte. Doch Tom vergaß den Satz und improvisierte stattdessen, indem er Kelly McGillis küsste. Regisseur Tony Scott gefiel das so gut, dass er beschloss, nichts neu zu drehen. Der Film erwies sich als äußerst erfolgreich. Er spielte an den Kinokassen 357 Millionen Dollar ein, bei einem Budget von 15 Millionen.
Während des Kinostarts stellte die US Navy Rekrutierungskabinen in den Kinos auf, um zu versuchen, ein paar adrenalingeladene Jungs zu erwischen, die den Film verlassen. Das Ergebnis war, dass die Zahl der Bewerber die höchste der letzten Jahre war. Die Popularität des Films führte zu einem 500-prozentigen Anstieg der Zahl der Rekruten, die sich für das Luftfahrtprogramm einschreiben wollten. Am 9. Mai 1987 heiratete Cruise die Schauspielerin Mimi Rogers. Sie war es, die Tom in die Scientology-Kirche einführte. Ihre Ehe war nur von kurzer Dauer und im Februar 1990 ließ sich das Paar scheiden. Nach Angaben der Ex-Eheleute hatten sie unterschiedliche Arbeitszeiten und verloren den Funken. Doch Cruise sollte sein Leben noch viele Jahre lang mit Scientology verbinden. Offenbar beeinflusste die neue Religion seine zukünftigen Beziehungen zu Frauen erheblich. Aber darüber sprechen wir später. Nach der Scheidung begann Tom mit den Dreharbeiten zu einem neuen Film. Bald kam der Film Die Farbe des Geldes heraus, der ihn mit Paul Newman zusammenbrachte. Viele Jahre später erzählte Tom in der The Graham Norton Show von einer Lektion, die er von Paul Newman gelernt hatte und die man nur durch lange Arbeit am Set lernen konnte. Diese Lektion wird Cruise sein Leben lang nicht vergessen. Die Dreharbeiten fanden im Januar in Chicago statt und es war sehr kalt draußen. Und während Tom in einer Lederjacke und einem luftigen T-Shirt fror, saß Newman in einem Auto mit Elektroheizung und einem warmen Mantel. Sie tauschten überraschte Blicke aus, nachdem sie sich in einer gemeinsamen Szene getroffen hatten, und Newman ließ keine Gelegenheit aus, den aufstrebenden Schauspieler zu necken. So finally, I have this scene where he's in the car and I'm next to him. He had the warm coat. He had the heater in there, but it was an electric heater, okay? And he just loved the fact that he's driving this car and he's got the electric heater, the warm coat, and I'm in the T-shirt. And he looked at me, he's like, T-shirt. Said you tried your wardrobe on in the summer, didn't you? Okay. Im Jahr 1988 spielte Cruise in dem Film Cocktail mit, der bei der 9. Verleihung der Goldenen Himbeere gleich 4-mal nominiert wurde und der Schauspieler selbst wurde für den Razzie Award als schlechtester Darsteller nominiert. Im selben Jahr spielte Tom jedoch mit Dustin Hoffman in Rain Man, der sich als wesentlich erfolgreicher erwies. Hoffman und Tom Cruise stellen das Potenzial des Films in Frage und nannten ihn scherzhaft Two Jerks in a Car, zwei Idioten in einem Auto. Hoffman glaubte nicht an das Potenzial des Films und seiner Leistung so sehr, dass er 3 Wochen nach Beginn des Projekts aussteigen wollte und dem Regisseur Barry Levinson sagte: Lade Richard Dreyfuss ein, lade jemanden ein, Barry, denn dies ist der schlimmste Job in meinem Leben. Oh, wenn Hoffman wüsste, dass er für seine Arbeit den Oscar als bester Schauspieler erhalten würde. Cruise probte seine Rolle während der gesamten Dreharbeiten mit Hoffman, wobei er manchmal die Rollen wechselte. Sir Michael Caine gab einmal in einem Interview zu, dass die Rolle von Tom Cruise in Rain Man einer seiner Lieblingsrollen war, die er je in einem Film gesehen hatte. Er sagte mit großer Aufrichtigkeit, Toms Leistung war perfekt gespielt. Tom Cruise wurde viel Disziplin und Verantwortung abverlangt, sodass der Zuschauer sich in seine Figur einfühlen konnte. Am ersten Startwochenende spielte der Film nur $6 Millionen ein, ein geringeres Ergebnis als erwartet. Doch in den folgenden Wochen sorgte er für Aufregung und war an den Kinokassen ganz oben. Infolgedessen erhielt der Film äußerst positive Kritiken und erlangte schließlich Kultstatus. Der Film wurde mit einem Oscar ausgezeichnet und Tom Cruise erhielt den Kansas City Film Critics Circle Award als bester Nebendarsteller. 1989 spielte Cruise in Geboren am 4. Juli die Rolle des gelähmten Vietnamkriegsveteran Ron Kovic, der eine reale Figur der Geschichte war. Dank des Films erhielt er den Golden Globe Award als bester Schauspieler, den Chicago Film Critics Association Award, den People's Choice Award sowie eine Nominierung für den BAFTA Award und Toms erste Nominierung für den Academy Award als bester Schauspieler. Tom Cruise, born on the 4th of July. Von Jahr zu Jahr wurde Tom Cruise zu einer immer wichtigeren Figur in Hollywood. So wurde der Schauspieler 1990 von der Zeitschrift People als The Sexiest Man Alive ausgezeichnet. Der nächste Film des Schauspielers war Tage des Donners im Jahr 1990. In dem romantischen Sportabenteuerdrama unter der Regie von Tony Scott wurde Tom mit der jungen Schauspielerin Nicole Kidman verkuppelt. Cruise stimmte der Auswahl der Schauspielerin als Liebespartnerin seiner Figur zu, nachdem er sie in Todstille gesehen hatte, auf Empfehlung des Regisseurs. Die Idee zu Tage des Donners wurden geboren, als Tom und Paul Newman einen von Rick Hendricks Rennwagen testen durften. Die Produktion des Films begann ohne ein fertiges Drehbuch. Es war der erste Film, bei dem Tom das Drehbuch mitschrieb. Die Szenen wurden oft noch am Tag der Dreharbeiten geboren.
Während einer der Fast-Szenen musste Tom Cruise seinen Text tatsächlich von den an der Windschutzscheibe befestigten Zetteln ablesen, was zu einem kleinen Unfall führte. In den folgenden Fast-Szenen wurde der Schauspieler mit einem speziellen Kopfhörer ausgestattet, um Hinweise zu erhalten. Tom hat sein ganzes Leben lang Rennen und Autos geliebt und als er aufwuchs, sah er sich oft Autorennen im Fernsehen an. Als er mit Paul Newman an Die Farbe des Geldes arbeitete, sprachen sie nur über Autos. Einmal erzählte Tom Paul, dass er sich gerne in diesem Bereich versuchen würde und er bot ihm einen Versuch an. Cruise kam auf der Viertelmeilenstrecke an und Paul Newman, der mit vielen Fahrern vertraut war, lieh sich das Auto für eine Weile aus. Und Tom schaffte es, einen Nissan GT3 zu fahren. Der Moderator der Sendung, David Letterman, bemerkte, dass es sich um ein modifiziertes Modell des Autos handelte, das Tom selbst hätte kaufen können. You ought to try it out, so I drive a GT3 car for his race team. Now, what does that mean when you say GT3? What is that exactly? Well, it's like there's GT1, GT2, oh, GT3, GT4. Obwohl das Modell auf 150 Meilen pro Stunde beschleunigte, erreichte Tom diese Geschwindigkeit nicht. Aber bei den Pocono-Rennen im Sommer 1988 beschleunigte er auf 145 bis 146 Meilen pro Stunde. Er erinnerte sich an sein erstes Rennen. Ich war zu Tode erschrocken. Ich dachte, ich würde sterben. Du fährst in die Kurven und denkst, ja, du bist gerade. Aber es ist wirklich aufregend. Ein Highspeed-Schachspiel. In Tage des Donners wurden die meisten Stunts von Tom Cruise von dem NASCAR-Fahrer Greg Sachs ausgeführt. Von damals hatte Tom eine Vorliebe für Extremsportarten und wollte selbst Stuntfahrer werden, aber aus Versicherungsgründen wurde ihm das nicht erlaubt. Die Autos der Marke Chevrolet wurden vom Rennteam von Rick Hendricks vorbereitet, das später einige Autos in echten Rennen einsetzte. Während der Dreharbeiten wurden 35 Autos demoliert. Der Film erwies sich als etwas unrealistisch, was die Spezialeffekte, die Figuren und die gefälschten Dialoge angeht. Er erhielt gemischte Kritiken. Für Quentin Tarantino war er jedoch der beliebteste Big-Budget-Film über Rennen. Der Regisseur war der Meinung, dass der Film nicht ernst genommen werden sollte und in der Tat war er ziemlich lustig. Zwischen Cruise und Kidman hat es am Set gefunkt und mit der Zeit entwickelte sich die Beziehung zu einer glücklichen Ehe. Das Paar heiratete am Weihnachtsabend desselben Jahres. Die beiden Schauspieler wurden schnell zu einem Hollywood-Star-Paar. In einem Interview mit Mary Claire erinnerte sich Kidman. Ich hatte das Gefühl, dass ich nur durch die Beziehung ein Star wurde. Wir gingen zu den Oscars und ich dachte, ich bin hier, um ihn zu unterstützen. Ich hatte das Gefühl, dass es meine Aufgabe war, ein schönes Kleid anzuziehen und gesehen und nicht gehört zu werden. Mit der Zeit gab Nicole zu, dass sie so verliebt war, dass sie einige Dinge übersah. Sie vergaß ihre Lebenspläne und wollte unbedingt ein Kind mit Tom haben. Etwas mehr als ein Jahr nach der Hochzeit wurde Kidman schwanger. Leider stellte sich die Schwangerschaft als Eileiterschwangerschaft heraus und sie verlor ihr erstes Kind. Diese schmerzhafte und traumatische Erfahrung veranlasste das Paar zu einer Adoption. Im Jahr 1992 adoptierten Nicole Kidman und Tom Cruise ein Mädchen namens Isabella Jane und 1995 einen Jungen namens Connor. Entsprechend der religiösen Überzeugung des Schauspielers wurden die Kinder von der Kirche adoptiert. Cruise und Kidman waren sehr verschwiegene Eltern und rückten das Leben ihrer Kinder nur selten ins Rampenlicht. 1992 trat das Paar in einem weiteren gemeinsamen Projekt auf, in einem fernen Land unter der Regie von Ron Howard. Die Schauspieler spielten die Rollen von irischen Einwanderern, die in den 1890er Jahren ihr Glück in Amerika suchten, was sie zum Landrun von 1893 führte. Mit Cruise' Schauspielkarriere ging es weiter bergauf. Im Jahr 1993 spielte der Schauspieler die Hauptrolle in dem von Sidney Pollack inszenierten Rechtsthriller Die Firma, der auf dem gleichnamigen Roman des Autors John Grisham basiert. Während der Produktion des Films einigte sich Tom Cruise mit Paramount darauf, dass nur sein Name über dem Titel auf dem Filmplakat erscheinen durfte. Gene Hackman, der nicht von Anfang an bei den Dreharbeiten dabei war, wollte, dass sein Name ebenfalls oben erscheint. Nachdem ihm dies verweigert wurde, verlangte er jedoch, dass sein Name ganz vom Plakat entfernt wird. Der Film war ein großer kommerzieller Erfolg und spielte 270 Millionen Dollar ein, bei einem Budget von 42 Millionen. Von Jahr zu Jahr wurden Cruise' Projekte größer und vielfältiger, obwohl sich der Schauspieler weiterhin auf Actionfilme wie Sport- und Militärdramen konzentrierte. Der nächste Film, in dem Tom mitspielte, war für viele, die die Karriere des Schauspielers aufmerksam verfolgten, eine Überraschung. A vampire. Why? Im Jahr 1994 kam der Film Interview mit einem Vampir in die Kinos. Es war ein Gothic-Drama des Horrorgenres unter der Regie von Neil Jordan, das auf dem gleichnamigen Roman von Anne Rice aus dem Jahr 1976 basierte. Die Big-Budget-Verfilmung erhielt eine Starbesetzung.
So stand Tom Cruise zusammen mit dem ebenfalls gut aussehenden Brad Pitt vor der Kamera, der immer beliebter wurde. Gemeinsam mit ihm spielten sie die Hauptrollen des Romans Lestat de Lincoln und Louis de Point du Lac. Warum hat sich Tom für eine Rolle in diesem Film entschieden? Ich liebe einfach Gruselfilme und ich war schon immer von Vampiren fasziniert. Und ich liebe das Buch Interview mit einem Vampir. Ich fand einfach, dass er eine tolle Figur ist, die zu spielen Spaß macht. Die Dreharbeiten waren für Tom nicht einfach. Die Schauspieler, die Vampire spielten, mussten während des Make-ups bis zu 30 Minuten lang kopfüber hängen. In dieser Position strömte das Blut in ihre Köpfe und ließ die Blutgefäße in ihren Gesichtern anschwellen. Dann betonten die Maskenbildner die geschwollenen Adern, sodass ein unheimliches Aussehen mit durchscheinender Haut entstand. Die armen Teufel mussten den Vorgang mehrmals wiederholen, da das Blut schnell zurückfloss. Aus diesem Grund dauerte das Schminken auch sehr lange. Cruise verbrachte jeden Tag 3,5 Stunden auf dem Schminkstuhl. Am Set geriet Tom aufgrund seiner Körpergröße erneut in eine ungünstige Position. Der Schauspieler musste während einiger Szenen Erhöhungen einnehmen, um den Höhenunterschied zu anderen Vampiren zu verringern. Außerdem kam es während der Dreharbeiten zu Spannungen zwischen Tom Cruise und Brad Pitt, die auf die angeblich schlechte Körperpflege von Pitt zurückzuführen waren. Laut Cruise benutzte sein Filmkollege kein Deodorant. Dadurch habe sich der Schweißgeruch bemerkbar gemacht, aber wie wahr das war, werden wir wohl nie erfahren. Tom Cruise bereitete sich auf die Rolle des Lestat vor, indem er sich Videos von Löwen ansah, die in freier Wildbahn Zebras angreifen. Übrigens wurde Johnny Depp diese Rolle vor Tom Cruise angeboten, aber er lehnte ab. Informationen über Johnny, seine Karriere und schwierige Beziehung finden Sie in unserem separaten biografischen Video. Klicken Sie auf die Pop-up-Karte, wenn Sie daran interessiert sind. Der Film kam gut an, obwohl die Autorin des Romans Anne Rice anfangs die Besetzung von Cruise für die Rolle des Lestat kritisierte. Später, als sie den Film sah, war sie angenehm überrascht und entschuldigte sich sogar bei Tom. Sie zahlte $7,740 für eine zweiseitige Anzeige für den Film in der Daily Variety, in der sie seine Leistung lobte und sich für ihre Zweifel an ihm entschuldigte. Der Film spielte $223 Millionen ein und erhielt eine Oscar-Nominierung für die beste künstlerische Produktion und den besten Original-Soundtrack. Seitdem schickt Tom Cruise Kirsten Dunst jedes Jahr zu Weihnachten einen Kokosnusskuchen mit Stücken weißer Schokolade. Dunst nennt ihn den Cruise-Kuchen, über den sie sich immer sehr freut. Die Schauspielerin gibt zu, dass der Kuchen nie länger als einen Tag hält. In der Zwischenzeit bis Anfang 1996 fanden die Dreharbeiten für den vielleicht bedeutendsten Film in Cruise' Karriere statt. Die Teilnahme an diesem Film sollte die bekannteste Rolle von Tom Cruise werden und ihm wahrscheinlich für immer das Image eines Top-Agenten namens Ethan Hunt einprägen. Mission Impossible unter der Regie von Brian De Palma wurde sowohl eine Fortsetzung der Fernsehserie von 1966 als auch deren neu interpretierte Fortsetzung. Tom Cruise war der erste Produzent des Films, in dem er die Hauptrolle spielte. Paramount Pictures besaß die Rechte an der Fernsehserie und versuchte jahrelang einen kompletten Film zu drehen, konnte aber keine brauchbare Interpretation finden. Tom Cruise war seit seiner Jugend ein Fan der Serie und hielt sie für eine gute Idee für seinen nächsten Film. Der Schauspieler wählte Mission Impossible als erstes Projekt seiner neuen Produktionsfirma und überzeugte Paramount, ein Budget von $80 Millionen zur Verfügung zu stellen. Cruise und seine Produktionspartnerin Paula Wagner arbeiteten mehrere Monate lang mit dem Regisseur Sidney Pollack an der Geschichte, bevor der Schauspieler Brian De Palma für die Produktion engagierte. Cruise lernte De Palma während der Arbeit an Interview mit einem Vampir kennen. Es geschah während eines Abendessens mit Steven Spielberg. Der Schauspieler war von De Palmas Filmografie beeindruckt. Als er nach Hause zurückkehrte, sah er sich alle Filme des Regisseurs an und überzeugte sich davon, De Palma für Mission Impossible zu engagieren. Ich habe die Fernsehserie geliebt, als ich aufgewachsen bin. Ich habe die Musik geliebt und in der Lage zu sein, sie in einen Spielfilm zu verwandeln und sie wirklich von einer Serie aus dem Kalten Krieg zu dem hier zu machen, sie zu einem modernen Kinopublikum zu bringen, als etwas, das ohne Zweifel zu den anspruchsvollsten Filmen, die zu machen sind. Die Arbeit an dem Drehbuch war nicht einfach. Die Idee wurde mehrfach überarbeitet. Die ersten und letzten Episoden wurden von Steve Zaillian, David Koepp und Robert Towne umgeschrieben und die Dialoge wurden lange Zeit von Willard Hoig und Gloria Katz überarbeitet. Nur die Haupthandlung blieb unverändert. The journey that Ethan Hunt and his team go through, it is an odyssey and definitely inspired and reflective of that story. It's an epic tale. It's a personal tale and there's incredibly huge stakes
emotional stakes, I think, for the characters. De Palma überzeugte Cruise davon, den ersten Akt des Films in Prag zu drehen, weil diese Stadt damals in Hollywood-Filmen selten zu sehen war. Das Management wollte das Budget sparen, aber Tom wollte einen spektakulären und beeindruckenden Actionfilm. Dennoch gelang es ihnen, einen Teil des Budgets einzusparen, da Tom die meisten seiner Stunts selbst ausführen wollte. Obwohl einige von ihnen wirklich gefährlich waren, gewann der Drang nach Extremen schließlich die Oberhand über den Schauspieler. Bei den Dreharbeiten zu der berühmten Szene, in der Tom Cruise von der Decke fiel und ein paar Zentimeter über dem Boden schwebte, schlug sein Kopf immer wieder auf den Boden auf, bis er auf die Idee kam, Münzen in seine Schuhe zu stecken, um das Gleichgewicht zu halten. Der CD-Trick, mit dem Tom Cruise die Figur des Jean Reno täuschte, war ein echter Taschenspielertrick ohne Schnitt. Die Szene im Restaurant mit den Glaswänden und einem riesigen Aquarium mit Hummern in der Mitte war Cruise' Idee. De Palma versuchte diese Szene mit einem Stuntman zu drehen, aber es sah nicht echt aus und er erlaubte Cruise die Szene zu drehen, obwohl er befürchtete, dass der Schauspieler ertrinken könnte. Mission Impossible kam am 22. Mai 1996 in die Kinos und brach am Premierentag mit 11,8 Millionen Dollar noch vor Terminator 2, Tag der Abrechnung, den Rekord. Hasta la vista, baby. Tom Cruise verzichtete auf seine übliche Gage von 20 Millionen Dollar zugunsten eines bedeutenden Anteils an den Einspielergebnissen. Der Filmkritiker der Chicago Sun-Times, Roger Ebert, bewertete den Film gut und schrieb: "Dies ist ein Film, der in einem Augenblick existiert, und wir müssen in einem Augenblick existieren, um ihn zu genießen." Einige Schauspieler der Originalserie waren jedoch unzufrieden mit der Neuinterpretation ihrer Figuren. Dank des Erfolges wurde aus dem Film eine Reihe von Spionage-Thrillern, Mission Impossible, und Tom kehrte in die Rolle des Ethan Hunt zurück. Im selben Jahr wurde das romantische Komödiendrama Jerry Maguire – Spiel des Lebens veröffentlicht, in dem Cruise mit Renee Zellweger spielte. Es war ein weiterer Film für Tom, der ein finanzieller Erfolg war, und die Kritiker lobten die schauspielerischen Leistungen und das Drehbuch. Der Film wurde für 5 Oscars nominiert, unter anderem als bester Schauspieler. Für Tom Cruise war es die 2. Nominierung. Darüber hinaus erhielt der Film 3 Golden Globe-Nominierungen, von denen Cruise eine erhielt. Zur gleichen Zeit wurde der Schauspieler für die Hauptrolle in dem Science-Fiction-Thriller Matrix in Betracht gezogen, die schließlich an Keanu Reeves ging. 1998 gewann Tom Cruise ein Gerichtsverfahren gegen die britische Boulevardzeitung Daily Express, die behauptete, seine Ehe mit Kidman sei eine Fiktion, um seine Homosexualität zu verbergen. Mit der Zeit wurden die Gerichte für den Schauspieler zur Gewohnheit. Ein Jahr später erschien Tom wieder auf der Leinwand mit Nicole Kidman in ihrem dritten gemeinsamen Film Eyes Wide Shut. Es war ein erotisches, detektivisches Psychodrama von Stanley Kubrick. Leider starb der Regisseur 6 Tage, nachdem er Cruise, Kidman und dem Management von Warner Bros. Pictures die endgültige Fassung des Films gezeigt hatte. Tom Cruise und Nicole Kidman hatten einen unbefristeten Vertrag unterschrieben, in dem sie sich verpflichteten, so lange an dem Projekt zu arbeiten, bis Stanley Kubrick sie freilässt, egal wie lange es dauert. Wegen der langen Dreharbeiten lebte das Paar so lange im Vereinigten Königreich, dass sich ihre beiden Kinder einen englischen Akzent aneigneten. Regisseur Stanley Kubrick nahm an Psychoanalysesitzungen mit Tom Cruise und Nicole Kidman teil, um seine Stars auf ihre Rollen vorzubereiten. Er zwang sie, sich ihre Ängste über die Beziehung und ihre tatsächliche Ehe einzugestehen. Kidman zufolge war dies äußerst ehrlich und verwischte die Grenzen zwischen ihnen und ihren fiktiven Figuren. Beide haben geschworen, niemals preiszugeben, was sie während dieser Sitzung besprochen haben. Leider hat die Psychoanalyse dem Paar nicht geholfen, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, aber das erfährt man erst später. Eines Tages besuchte der Regisseur Paul Thomas Anderson das Set, wo er Tom Cruise anbot, die Nebenrolle des Frank T.J. Mackey in Magnolia zu spielen. Tom war ein Fan von Andersons vorherigem Film Boogie Nights und sagte zu. Der Film kam noch im selben Jahr in die Kinos und Cruise erhielt einen weiteren Golden Globe und eine Oscar-Nominierung. Ein Jahr später kehrte Tom in die Rolle des Ethan Hunt im 2. Teil von Mission Impossible zurück. Die meisten der gefährlichen Stunts führte er selbst aus, obwohl das Studio um seine Sicherheit besorgt war. In der Eröffnungsszene klettert Tom im Dead Horse Point State Park in Moab, Utah auf eigene Faust. Er wollte diese Szene nicht aus dem Film entfernen und führte den Trick nur mit einem Klettergurt aus, ohne ein Versicherungsnetz unter sich zu haben. Bei einem Sprung von einem Teil der Klippe zu einem anderen verletzte sich Tom an der Schulter. Der Film wurde zum umsatzstärksten Film des Jahres 2000 und Tom Cruise erhielt für seine Leistung den MTV Movie Award. Im folgenden Jahr spielte Cruise die Hauptrolle in dem romantischen Thriller Vanilla Sky mit Cameron Diaz und Penelope Cruz. Dabei handelte es sich um eine englischsprachige Adaption des spanischen Films Open Your Eyes von Alejandro Amenábar. Cruise sagte:
Man hat mir schon viele Filme angeboten, die ich kaufen und neu verfilmen sollte, aber ich habe es nie getan, weil ich das Gefühl hatte, dass sie zu sehr mit der Kultur des jeweiligen Ortes verbunden waren, egal aus welchem Land sie stammten. Aber dies war eine universelle Geschichte, die noch ein offenes Ende hatte, die noch ein weiteres Kapitel brauchte, um erzählt zu werden. Während dieser Zeit wurde die Öffentlichkeit von der Nachricht schockiert, dass Cruise sich von Nicole Kidman scheiden ließ. Das Paar gab die Gründe für die Trennung nicht bekannt, aber viele vermuteten, dass es an Cruise' Faszination für Scientology lag. Als die Ehe von Nicole und Tom Cruise scheiterte, war der Schauspieler nicht nur ein Anhänger der Scientology-Kirche, sondern ihr Gesicht. Es gibt einfach keinen berühmteren Anhänger dieser Doktrin auf der Welt als Cruise, und das ist kein Zufall. In geschlossenen Kreisen wurde gemunkelt, dass David Miscavige, das Oberhaupt der Scientology-Kirche, Tom gezielt in der Tasche hatte, um ihm die Illusion zu vermitteln, er sei ohne die Religion hilflos. Kidman wiederum ist eine gläubige Katholikin, was für einen führenden Scientologen schlicht undenkbar ist. Außerdem ist Kidmans Vater Psychologe und hat seine Tochter immer wieder auf das seltsame Verhalten ihres Mannes hingewiesen. Weil die Schauspielerin unsterblich in Tom verliebt war, versuchte sie für ihn der Scientology-Kirche beizutreten, verließ sie aber 1997. Es wurde gemunkelt, dass die Schauspielerin begann, sich in Toms Rituale einzumischen, seine Meditationen zu stören und den Verdacht zu äußern, dass seine Kirche ihn benutzt. Es ist schwierig, wenn nicht sogar unmöglich herauszufinden, wo die Wahrheit und wo die Fiktion der Liebhaber von Verschwörungstheorien liegt. In einem Interview mit Vanity Fair sagte Nicole, dass sie während ihrer Ehe mit Tom eingesperrt war. Sie gab zu, dass sie zu jung für eine lange Ehe war. Sie kam mit Tom zusammen, als sie erst 23 Jahre alt war, und als Nicole 27 Jahre alt wurde, hatten sie und Tom bereits ihre beiden Kinder adoptiert. Sie verglich diesen Zustand mit dem Leben in einer Blase. Infolge einer schwierigen Scheidung blieben die Kinder bei ihrem Vater und der Kirche. Das führte zu einer angespannten Beziehung zu ihrer Pflegemutter. Rückblickend sagte Nicole in einem Interview mit The Sun: Bei der Mutterrolle geht es um die Reise. Es wird unglaubliche Höhen und Tiefen geben, egal ob man eine Adoptiv- oder eine leibliche Mutter ist. Was ein Kind braucht, ist Liebe. Trotz der Scheidung versuchte der Schauspieler, ein guter Vater zu sein. Nach der Eröffnungszeremonie der Oscarverleihung 2002 blieb Tom nicht für den Rest der Preisverleihung, weil er an der Reihe war, sich um die Kinder von ihm und Nicole Kidman zu kümmern. Er verließ das Kodak Theater nach der Eröffnung der Veranstaltung durch die Hintertür und eilte nach Hause, um sich den Rest der Veranstaltung mit Connor und Isabella im Fernsehen anzusehen. Während des Scheidungsprozesses gelang es Cruise, eine romantische Beziehung mit seiner Kollegin aus dem Film Vanilla Sky, Penelope Cruz, einzugehen. Die beiden waren 3 Jahre lang zusammen, bevor sie sich 2004 trennten. 2002 spielte Tom Cruise die Hauptrolle in dem von Steven Spielberg inszenierten Science-Fiction-Action-Dystopie-Film Minority Report, der auf dem Buch The Minority Report von Philip K. Dick basiert. Toms Partner am Set war damals Colin Farrell. Der Film wurde zu einem der populärsten des Jahres 2002 und wurde für einen Oscar nominiert. Außerdem erhielt er 11 Nominierungen für den Saturn Award. Im Jahr darauf feierte Tom erneut einen Erfolg mit seiner Rolle in dem historischen Thriller von Edward Zwick, Last Samurai. Der Schauspieler wurde für einen Golden Globe nominiert. Im Jahr 2004 erhielt Cruise für seine Rolle des Vincent in dem Film Collateral unter der Regie von Michael Mann großen Beifall. Ein Jahr später kehrte der Schauspieler zurück, um mit Steven Spielberg an der Verfilmung des H.G. Wells Roman Krieg der Welten zu arbeiten. Die Arbeit mit Steven Spielberg ist eine kreative Verbrennung, kein analytischer, kein mechanischer Prozess, sondern ein inspirierter Prozess. Dies war die schnellste Vorproduktion und der Umfang dieses Films ist der größte, an dem ich je beteiligt war. Während der Dreharbeiten zu den Unterwasserszenen spielte Steven Spielberg, Tom Cruise und Dakota Fanning einen Streich, indem er über riesige Unterwasserlautsprecher dramatische Musik aus einem anderen seiner Filme, Der Weiße Hai, abspielte. Krieg der Welten wurde für viele Preise nominiert, unter anderem für den Oscar und den Saturn, doch die Reaktion der Kritiker auf Tom Cruise' schauspielerische Leistung war so zwiespältig, dass der Schauspieler sowohl für den Saturn Award als auch für die Goldene Himbeere nominiert wurde. Das soll nicht heißen, dass Toms Leistung in diesem Film schlecht war. Was meint ihr dazu? Du kannst deine Meinung in den Kommentaren kundtun. Wie auch immer, das Publikum liebte Tom und so wurde der Schauspieler noch im selben Jahr mit dem People's Choice Award für den beliebtesten männlichen Filmstar und dem MTV Generation Award ausgezeichnet. Nach den Dreharbeiten erklärte Steven Spielberg, dass er wegen seiner Verbindung zur Scientology-Kirche nie wieder einen Film mit Tom Cruise drehen würde. Das ist nicht verwunderlich, denn Tom hat versucht, den Regisseur in die Sache hineinzuziehen. Spielberg war weder der Erste noch der Letzte, den der Schauspieler in Scientology einzubeziehen versuchte. Auch andere Prominente wie James Packer, Victoria und David Beckham, Jada Pinkett und Will Smith haben versucht, sich in Scientology einzubringen.
Neben der Förderung verschiedener Programme, die Menschen in die Scientology einführen, setzte sich Cruise dafür ein, dass die Scientology in Europa als Religion anerkannt wird. Im Jahr 2005 setzte sich der Schauspieler beim französischen Innenminister Nicolas Sarkozy, beim Senatspräsidenten Jean-Claude Gaudin und beim britischen Premierminister Tony Blair dafür ein, dass die Kirche im Vereinigten Königreich als steuerbefreite, gemeinnützige Organisation anerkannt wird. Cruise setzte sich auch persönlich bei Beamten der Bush-Regierung für Scientology ein. Heute ist Tom Cruise einer der berühmtesten Scientologen in Hollywood. Scientology ist eine ziemlich umstrittene Religion, die sowohl viele Anhänger als auch Gegner hat. Cruise behauptet, die Lehrer dieser Kirche würden praktisch die Welt retten. I think it's a privilege to call yourself a Scientologist, and it's something that you have to earn. And because a Scientologist does, he or she has the ability to create new and better realities and improve conditions. In einem Interview gab der Schauspieler zu, dass er schon in jungen Jahren an Legasthenie litt und Scientology ihm half, die Krankheit zu überwinden. Diejenigen, die aus der Kirche ausgetreten sind, sprachen ganz anders über die Kirche. Einige erwähnten Cruise selbst in ihren Erzählungen. So äußerte sich beispielsweise die Schauspielerin Leah Remini, die 2013 aus der Kirche austrat und diese aktiv kritisierte, wie folgt über Cruise. Ich denke, es ist an der Zeit, dass die Leute anfangen, die wahren Fakten zu erkennen. Tom hat jahrelang sein Image manipuliert, um der gute Kerl zu sein. Obwohl ich glaube, dass es eine Zeit gab, in der Tom ein anständiger und gutherziger Mensch war, hat er sich in David Miscavige verwandelt und widmet sich voll und ganz der Mission von Scientology, den Planeten Erde zu säubern, was bedeutet, 80% der Weltbevölkerung zu Scientologen zu machen. Gerüchten zufolge wurde Cruise bei der Auswahl seiner nächsten Braut von der Scientology-Kirche unterstützt, um frühere Fehler mit Nicole Kidman zu vermeiden. Die Glaubensbrüder machten Cruise mit der Schauspielerin Nazanin Boniadi bekannt. Das Paar traf sich einige Monate lang, trennte sich dann aber wieder. Kurz darauf stieß ein Mädchen auf einer der Hollywood-Partys versehentlich ein Glas Champagner über Tom aus. Es war wie in den Filmen. Der Funke sprang über und schon bald begannen sie sich zu verabreden. Dieses Mädchen hieß, wie Sie bereits wissen, Katie Holmes. Sie war seit ihrer Jugend in Cruise verliebt und hatte sogar ein Poster des Schauspielers in ihrem Zimmer. Ihre Beziehung entwickelte sich schnell. Einen Monat später erklärte Cruise in der Oprah Winfrey Show öffentlich seine Liebe zu Holmes und im Oktober 2005 gaben die Schauspieler bekannt, dass sie ein Kind erwarten. Tom Cruise freute sich auf die bevorstehende Geburt seines dritten Kindes und war so aufgeregt, dass er ein Ultraschallgerät kaufte, das rund $200.000 kostete. Das American Institute of Ultrasound and Medicine, amerikanisches Institut für Ultraschall in der Medizin, verurteilte Tom Cruise mit der Begründung, der Kauf sei unangemessen und verstoße gegen die FDA-Vorschriften für den Verkauf von medizinischen Geräten. Daraufhin versprach Cruise, das Gerät nach der Geburt von Katie an das Krankenhaus zu spenden. Am 18. April des folgenden Jahres bekam das Paar eine Tochter namens Suri. Eine Woche später war Tom Cruise immer noch emotional. In einem Interview mit 2020 sagte er: Es war alles so, wie wir es uns gewünscht haben. Es war spirituell, es war kraftvoll, es war unbeschreiblich. 6 Monate später hielt Tom um Katies Hand an, und zwar auf dem Eiffelturm in Paris. Am 18. November heirateten Holmes und Cruise im Schloss Odessalci in Bracciano in einer Scientology-Zeremonie, zu der viele Hollywood-Stars eingeladen waren. David Miscavige, das Oberhaupt der Scientology-Kirche, war der Trauzeuge von Tom Cruise, wie ein bester Freund. Katie, die in einer religiösen Familie von Baptisten aufwuchs, wurde aus Liebe zu Tom religiös und begann mit ihm in seine Kirche zu gehen. Zur gleichen Zeit baute Tom seine Karriere weiter aus. Im Jahr 2006 kehrte der Schauspieler zu seiner Spionageserie in der Fortsetzung Mission Impossible 3. Der Film wurde von den Kritikern positiver aufgenommen als die vorherigen Teile der Reihe und spielte an den Kinokassen fast $400 Millionen ein. In der Zwischenzeit kürte das Magazin Premiere Cruise zum einflussreichsten Schauspieler in Hollywood, da er in der Powerlist des Magazins Platz 13 belegte und damit der Schauspieler mit der höchsten Bewertung war. Im selben Jahr kürte ihn die Zeitschrift Forbes zum einflussreichsten Prominenten der Welt. Am 10. Oktober 2006 wurde in Japan der Tom Cruise-Tag ausgerufen. Die Japan Memorial Day Association erklärte, dass er wegen seiner Liebe zu Japan und seiner engen Verbindung zu diesem Land mit einem besonderen Tag geehrt wurde. Im folgenden Jahr spielte Tom eine kleine Rolle in dem Kriegsdrama Von Löwen und Lämmern, das an den Kinokassen scheiterte. Es folgte ein unverkennbarer Auftritt als Les Grossman in der Komödie Tropic Thunder von 2008. Die Partner am Set waren Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr. und der Regisseur war ebenfalls Ben Stiller.
Dank dieses Projekts erhielt Cruise eine weitere Golden Globe-Nominierung. Ebenfalls in diesem Jahr spielte Tom Cruise die Hauptrolle in dem historischen Polit-Militär-Thriller Operation Valkyrie, das Stauffenberg-Attentat, der ein kommerzieller Erfolg war. Zwischen 2002 und 2009 wurde Tom Cruise für 7 Saturn Awards nominiert und gewann einmal. Im Allgemeinen kann man diese Zeit als die beste in der Karriere des Schauspielers bezeichnen. 9 von 10 Filmen, in denen er über ein Jahrzehnt mitspielte, waren an den Kinokassen erfolgreich und spielten über 100 Millionen Dollar ein. Das Streben nach Wahrheit und Exzellenz, sowohl in der Figur als auch in der Geschichte, ist das Ziel eines jeden Schauspielers und nirgendwo wird dieses Streben besser verkörpert als bei den engagierten Schauspielern. Im Sommer 2010 wurde die Komödie Night and Day veröffentlicht. Es war die zweite gemeinsame Arbeit mit Cameron Diaz nach Vanilla Sky. They left us awestruck, entertained and wanting more. Show me the money. Danach spielte Tom Cruise erneut die Rolle des Ethan Hunt auf der Leinwand im 4. Teil von Mission Impossible. Phantomprotokoll. In diesem Film vollführte Tom Cruise einige unvorstellbare Tricks. Zum Beispiel sich an einem Sicherungsseil festzuhalten. Tom sprang in mehreren hundert Metern Höhe auf die Fassade des Hochhauses namens Burj Khalifa, etwa auf Höhe des 130. Stocks. Und das im Alter von 49 Jahren, während junge Schauspieler mit Stuntleuten auf einer grünen Leinwand filmten. Das ist verrückt. Der Film spielte eine Rekordsumme für die Serie von 694,7 Millionen Dollar bei der Veröffentlichung ein. Mitte 2011 begann Cruise mit den Dreharbeiten zu der Jukebox-Musical-Komödie Rock of Ages, die trotz eines äußerst erfolgreichen Starts an den Kinokassen scheiterte. Zu dieser Zeit arbeitete Tom Cruise bereits an der Verfilmung des Romans One Shot – Mission außer Kontrolle des britischen Schriftstellers Lee Child. Der Schauspieler spielte die Rolle des Jack Reacher im gleichnamigen Film, obwohl er auch hier fast unter seiner Körpergröße litt. Einige Fans der Romanreihe sprachen sich aktiv gegen die Besetzung von Cruise aus, da die Körpergröße des Schauspielers nicht zu den Eigenschaften von Reacher in den Romanen passte. Der Originalautor verteidigte Cruise mit den Worten: Reachers Größe in den Büchern ist eine Metapher für eine unaufhaltsame Kraft, die Cruise auf seine eigene Weise darstellt. Bei einem anderen Schauspieler bekommt man vielleicht 100% der Größe, aber nur 90% von Reacher. Bei Tom bekommt man 100% von Reacher mit 90% der Größe. Der Film wurde von den Kritikern positiv aufgenommen und spielte 218 Millionen Dollar ein, womit die Möglichkeit einer Fortsetzung der Reihe gesichert ist. Am 29. Juni 2012 reichte Katie Holmes die Scheidung von Cruise ein. Viele glauben, dass dies aufgrund des Wunsches der Schauspielerin geschah, sich und das Kind aus der Scientology-Kirche zu befreien. Interessant ist die Tatsache, dass zufällig alle drei Ehefrauen von Cruise im Alter von 33 Jahren die Scheidung eingereicht haben. Cruise hatte es schwer, sich zu trennen. Kollegen am Set des Films Oblivion, in dem der Schauspieler damals die Hauptrolle spielte, sagten, dass einer der berühmtesten Schauspieler der Welt zu diesem Zeitpunkt wie einer der traurigsten Menschen der Welt aussah. Infolge des Scheidungsverfahrens erhielt Cruise das Sorgerecht für seine Tochter nicht und lehnte deshalb das ihm angebotene Besuchsrecht ab. Tom zahlt einen ziemlich hohen Betrag für das Kind. Er zahlt mehr als 33.000 Dollar pro Monat für die Betreuung von Suri. 2013 kam der Science-Fiction-Film Oblivion von Joseph Kosinski in die Kinos, der auf der gleichnamigen Graphic Novel des Regisseurs basiert. Cruise hatte schon seit langem Interesse an dem Film gezeigt. Die schwierigste Szene am Set war, als Toms Figur eine Pause einlegte, um die Aussicht zu bewundern und eine Blume zu gießen. Die Szene wurde gedreht, als Cruise auf einer 240 Meter hohen Klippe auf der Spitze des isländischen Jarlhettur an der Wurzel des Langjökull saß, die nur mit einem Hubschrauber erreichbar ist. Der Film erhielt von den Kritikern eher gemischte Kritiken, spielte aber an den Kinokassen ziemlich gut ein. Dann spielte Tom in dem Science-Fiction-Film Edge of Tomorrow mit Emily Blunt. Der Film war eine Adaption des japanischen Romans All You Need Is Kill von Hiroshi Sakuruzaka aus dem Jahr 2004. Warner Bros. Gab über 100 Millionen Dollar allein für die Werbung für den Film aus, aber das war es wert. Der Film erhielt positive Kritiken von Kritikern, die die Handlung, die Regie, die Action und die Leistung von Tom Cruise und Emily Blunt lobten. Im Jahr 2015 spielte Cruise im 5. Teil von Mission Impossible – Rogue Nation, in dem auch Simon Pegg als Benji und Jeremy Renner als William Brand zurückkehrten. Und wir können auch vermuten, dass die Stuntmen dort nicht wiederkehrten. Tom verblüffte das Publikum weiterhin mit seinem Mut und seiner Unerschrockenheit, indem er unglaublich gefährliche Stunts ausführte.
So gab es zum Beispiel eine Szene in dem Film, in der Cruise Figur mit einem militärischen Frachtflugzeug abhob, während er sich im Freien aufhielt. Dem Schauspieler wurde gesagt, wie eine Filmszene aussehen sollte und dass es nicht funktionieren würde, sie live zu drehen. Aber Cruise sagte, er wolle es versuchen. Man bot ihm an, ihn durch einen Stuntman zu ersetzen, aber er wollte es einfach selbst machen. Und das tat er, nur mit einem meterlangen Seil befestigt. Das erste, woran der 53-jährige Schauspieler dachte, als das Flugzeug abhob, war: Heilige Scheiße, ich mache das wirklich. Der Film brach zwar nicht den Kassenrekord des vorherigen Teils, erzielte aber ein ganz ähnliches Ergebnis. 2017 spielte Tom Cruise die Hauptrolle in der Neuauflage von Boris Karloffs Horrorfilm Die Mumie aus dem Jahr 1932. In dem Film spielte Tom Cruise die Rolle des US Army Sergeant Nick Morton, ein Soldat des Glücks, der versehentlich das antike Grab der gefangenen ägyptischen Prinzessin Amanet ausgräbt. Die Neuverfilmung von Die Mumie erhielt jedoch negative Kritiken und war kein großer Erfolg an den Kinokassen. Im folgenden Jahr spielte Tom erneut die Rolle des Ethan Hunt im sechsten Film der Reihe, Mission Impossible 6. Von Mal zu Mal wurden die Tricks des Schauspielers, die er selbst ausführte, gefährlicher, denn in diesem Teil machte Tom einen Sprung aus einem Flugzeug aus einer Höhe von 7000 Metern. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war der Schauspieler 56 Jahre alt. Es gab auch Verletzungen. In einer Szene sprang Tom vom Dach eines Gebäudes auf ein anderes, zwischen denen 5 bis 6 Meter lagen. Der Schauspieler schaffte es jedoch nicht und schlug mit dem Fuß in die Wand des Gebäudes ein, wobei er sich mit den Händen festhielt und sich daran festhielt. Cruise erzählte später in der The Graham Norton Show: Ich habe die Seite der Wand getroffen und dann bin ich auf die Wand geklettert und sollte rennen. Ich wusste sofort, dass ich es kaputt gemacht habe und ich bin einfach an der Kamera vorbeigelaufen. Wir haben die Aufnahme. Der Film wurde von den Kritikern positiver aufgenommen als die vorangegangenen Teile der Reihe und spielte mehr als 791 Millionen Dollar ein, womit er den Kassenrekord des Franchises aktualisierte. Es war nicht verwunderlich, dass dank eines solchen Erfolgs der Reihe zwei weitere geplante Fortsetzungen auf uns warten. Während der Dreharbeiten zu Mission Impossible 7 wurde Tom Cruise auf dem Dach eines Zuges gesichtet, der mit einer Geschwindigkeit von 97 Kilometern pro Stunde fuhr. Es ist beängstigend, sich vorzustellen, welche Art von Wahnsinn er für den achten Film auf sich nehmen wird. Inzwischen wurde berichtet, dass Cruise im Mai 2020 die Hauptrolle spielen und einen Film produzieren wird, der im Weltraum spielt. Doug Liman wird der Regisseur, Drehbuchautor und Co-Produzent des Films sein. Zusammen mit Cruise werden sie im Rahmen der kommenden Axiom Space Mission mit dem SpaceX Dragon 2 Raumschiff zur internationalen Raumstation fliegen. In naher Zukunft wird die Premiere von Tom Cruise' neuem Projekt Top Gun Maverick stattfinden. Regisseur Joseph Kosinski hat bereits bei Oblivion mit dem Schauspieler zusammengearbeitet und nun hat er die Fortsetzung des Originalfilms von 1986 in Angriff genommen. Der Film sollte eigentlich 2019 in die Kinos kommen, wurde aber aufgrund der Covid-19-Pandemie immer wieder verschoben, sodass er nun 2022 in die Kinos kommen wird. Cruise ist oft in skandalöse Geschichten verwickelt. Im Mai 2001 reichte der Schauspieler eine Klage gegen den schwulen Pornodarsteller Chad Slater ein. Dieser hatte dem prominenten Magazin Actor Star erzählt, er habe eine Affäre mit Tom Cruise gehabt. Tom wies diese Behauptung zurück und das Gericht verurteilte Slater zur Zahlung von 10 Millionen Dollar. Der Fall zog sich hin, aber nach zwei Jahren sagte der Pornodarsteller, dass seine Geschichte eine Lüge sei. Cruise verklagte auch den Herausgeber des Bold Magazine, Michael Davis, und verlangte 100 Millionen Dollar für die Behauptung, er habe ein Sexvideo mit dem Schauspieler, das beweise, dass Cruise schwul sei. Die Klage wurde abgewiesen, nachdem Davis öffentlich erklärt hatte, dass Tom Cruise nicht in dem Video zu sehen ist und der Schauspieler heterosexuell ist. Im Oktober 2012 reichte Cruise eine Klage gegen die Zeitschriften InTouch und Life & Style wegen Verleumdung ein. Sie behaupteten, dass Cruise seine sechsjährige Tochter verlassen habe. Bei der Beilegung des Streits gab Tom Cruise an, dass er seine Tochter aufgrund der Arbeitsbelastung durch die Dreharbeiten 110 Tage lang nicht gesehen habe. Der Rechtsstreit wurde beigelegt. Es geschah natürlich, dass Cruise selbst Öl ins Feuer goss. Im Januar 2004 gab der Schauspieler eine sehr zweideutige Erklärung ab. Ich denke, es ist eine totale Zeitverschwendung. Es hat nichts Wissenschaftliches an sich, Kommunikation ist eine gute Sache, aber ich glaube, dass die Menschen geistig mehr davon haben, wenn sie gut essen oder spazieren gehen. Ich finde, die Psychiatrie sollte verboten werden. Und er fügte hinzu, dass er nicht glauben könne, dass die Elektroschocktherapie immer noch angewandt werde. Cruise glaubt, dass sie definitiv mehr schadet als nützt. Dieselbe Aussage erregte viel Aufsehen, vor allem unter Schauspielern, die an Psychotherapiesitzungen teilnehmen. Die umstrittene Scientology-Kirche weigert sich jedoch, die Psychiatrie als legitime Form der Selbstverbesserung zu akzeptieren.
Später im Jahr 2005 kritisierte Cruise offen die Schauspielerin Brooke Shields für die Einnahme von Paxil, Paroxetin. Es handelte sich um ein Antidepressivum, dem sie ihre Genesung von der postportalen Depression nach der Geburt ihrer ersten Tochter zuschrieb. Cruise argumentierte, dass es so etwas wie ein chemisches Ungleichgewicht nicht gebe und dass die Psychiatrie eine Form der Pseudowissenschaft sei. Daraufhin sagte Shields, Cruise sollte weiterhin die Welt vor Außerirdischen retten und Frauen mit postpartalen Depressionen selbst entscheiden lassen, welche Behandlungsmöglichkeiten für sie die richtigen sind. Dies führte zu einer großen Debatte zwischen Cruise und Matt Lauer in der NBC Today-Sendung. Im August des folgenden Jahres besuchte Cruise die Schauspielerin zu Hause und entschuldigte sich persönlich bei Shields für seine Äußerung. Gerührt von dieser Geste nahm sie Cruise' Entschuldigung an. Im Mai 2021, nachdem ein Skandal und eine Debatte um die Golden Globe Awards ausgebrochen waren, gab der Schauspieler drei seiner Golden Globes an die Hollywood Foreign Press Association zurück. Er begründete dies insbesondere mit der mangelnden Vielfalt, dem Fehlen von Angehörigen der BMI und ethischen Fragen im Zusammenhang mit finanziellen Vorteilen für einige Mitglieder der Preisverleihung. Tom Cruise zeigt seine Vorliebe für Extremsportarten nicht nur am Set von Filmen. Der Schauspieler genießt Fallschirmspringen, Tauchen und das Fliegen mit seinem Stuntflugzeug Pitt Special S2B. Er besitzt und betreibt eine P-51 Mustang aus dem Zweiten Weltkrieg mit der Aufschrift Montana Miss. Später änderte er sie in Kiss Me Kate. In der Sendung The Late Show with James Corden sprang der Schauspieler einmal mit einem Fallschirm zusammen mit dem Moderator James Corden aus einer Höhe von 3657 Meter. Der Schauspieler hat mehrere Häuser. Er lebt zwischen Beverly Hills in Kalifornien, Clearwater in Florida, Dulwich in London und East Grinstead in West Sussex. Dank seiner Freundschaft mit David Beckham ist er ein Fan des spanischen Fußballclubs Real Madrid geworden. Tom Cruise versucht regelmäßig, Wohltätigkeitsorganisationen und Menschen zu helfen, die wirklich Hilfe brauchen. Er spendete ohne Kosten zu scheuen für den Ashley Flint Fund, den Tsunami-Hilfsfonds, die Diabetes-Stiftung Ten Moms Biz, die Kampagne von Hillary Clinton und die Scientology-Kirche. Cruise war Mitbegründer von Downtown Medical und sammelte Spenden, um den Rettungsschwimmern von New York am 11. September eine Entgiftungstherapie auf der Grundlage der Werke von L. Ron Hubbard anzubieten. Tom wurde von Ärzten und Feuerwehrleuten kritisiert, aber Scientology-Führer David Miscavige verlieh dem Schauspieler Ende 2004 die Scientology Freedom Medal of Valor. Wir kennen auch die Geschichte über den Besuch von Tom Cruise, Steven Spielberg und 20 anderen Teammitgliedern bei der Dairy Queen in Lexington, Virginia. Während der Dreharbeiten zu Krieg der Welten. Der Schauspieler sah eine Dose mit einem Foto von Ashley Flint und der Geschichte, die ihr widerfahren war. Flint war in einem Go-Kart-Unfall verwickelt, der ihre Familie mit einem Berg von Krankenhausrechnungen zurückließ. Tom zögerte nicht, $5000 in das Glas zu legen. Wahrscheinlich war das nicht das letzte Mal, dass Cruise beschloss, einem Fremden zu helfen. Heute steht Tom Cruise seltener vor der Kamera als früher, aber Filme mit seiner Beteiligung werden von Fans in aller Welt immer noch sehnlichst erwartet. Wir sind sicher, dass in Zukunft noch viele gute Dinge auf ihn warten, sowohl in den Weiten der Kinematografie als auch darüber hinaus. Wir wissen, dass es für Tom Cruise keine Grenzen gibt. Seine Filme haben in Nordamerika über $4 Milliarden und weltweit über $10,1 Milliarden eingespielt, was Tom Cruise zu einem der umsatzstärksten Stars aller Zeiten macht. Überraschenderweise hat Cruise bei all seiner Erfahrung mit Blockbustern und seiner Fähigkeit, große Einspielergebnisse zu erzielen, noch in keinem Marvel-Film mitgespielt, obwohl er es könnte. Nicht jeder weiß es, aber Marvel plante bereits in den 90er Jahren, Iron Man zu verfilmen, und damals war Cruise der Hauptanwärter für die Kultrolle. Doch die Arbeiten sind in einer Sackgasse gelandet. Das war wohl auch besser so, denn der Film wäre höchstwahrscheinlich ein Misserfolg geworden. Warum sind wir uns dessen so sicher? Warum haben die Filmemacher in den 80er und 90er Jahren keine hochwertigen Comic-Verfilmungen gemacht? Klicken Sie auf dieses Symbol auf Ihrem Bildschirm und Sie werden erfahren, wie sich die Filmcomics entwickelt haben und warum sie über die Jahre hinweg nicht an Beliebtheit verloren haben. Das war der Biographer. Danke, dass Sie sich dieses Video bis zum Ende angeschaut haben. Drücken Sie den Like-Button und wir bereiten schon etwas Neues für Sie vor. Wir sehen uns bald wieder.